Willkommen zurück, Freunde, zu Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Mix. Weiter geht es hier in Space Paranauts, wo wir im letzten Part mit Hilfe des Kennwortes auf den DTD-Bereich zugegriffen haben und Tron dadurch endlich seine ganzen Funktionen wiederherstellen konnte. Allerdings hat sich auch das Master-Control-Programm dabei Zugriff verschafft und jetzt mit Hilfe eines aggressiven Programms versucht es nun, Hollow Bastion zu zerstören. Wir können es ja natürlich nicht zulassen, wir machen uns jetzt deswegen wieder auf den Weg zum Verbindungsgang, um das Programm aufzuhalten. Also schnell wieder zurück zum IO Tower Verbindungsgang und da wird es ja bestimmt auch schon auf uns warten. I'm disappointed in you, program. Why do you insist on allying with these selfish users? Because I want to help them. Something written into my code commands me to do what is right. Really? And what command would that be? I can't really say for sure. Friends, they help each other, that's all. Uh-oh, look out! Ja, das ist ja super. Mit einem aggressiven Programm hier einfach mal so eingeschlossen. Ob das wirklich so gut läuft? Naja. Mal jetzt abgesehen von der eingeschränkten Bewegungsfreiheit, ist dieser Kampf eigentlich ja nicht allzu schwer. Erst recht, wenn wir das hier machen, initialisieren. Und jetzt wird das mal hier ein bisschen defragmentiert. Erstmal hier natürlich ein bisschen treffen. Also das sollte jetzt aber helfen. Also mit dem Formatieren sucht sich ja das. Der Limitangriff ja zum Glück gerne immer noch weitere Ziele. Und das trifft ja zum Glück auch immer jedes Mal. Das Problem ist dabei leider allerdings nur, dass ich jetzt hier natürlich nicht die Defragmentierung nutzen kann. Oder beziehungsweise das vom Netz nehmen. Okay, aber das ist jetzt, würde ich mal sagen, eine gute Gelegenheit, um die Limit... Oh, kann ich ja noch gar nicht. Dann mache ich das eben halt mal anders. Oder so. Dann muss ich mir das eben halt auch später verschieben. Oder ich sammle eben halt noch ein paar Drive-Punkte, damit das eben halt funktioniert. Ah, verdammt. Schnell. Ich muss Donald hier herbeirufen, damit er mich heilen kann. Donald! Okay. Das sollte helfen. Und jetzt muss ich ihm noch ein bisschen Drive-Energie sammeln. Und Limit-Form. Ah, verdammt. Oh, und das hat schon mal geklappt. Wir haben jetzt erstmal unser erstes Level up für die Limit-Form. Und ja, das Programm selber hat jetzt sogar kaum noch HP über. Oh, verdammt. Alter. Das ist ja nicht wirklich aggressiv. Aber zum Glück nicht allzu heftig. Und wir erlernen für Sora Kreiselschlag. Und Goofy erhält sogar Kugelboost. Naja, gut. Lief ja gar nicht mal so schlecht, also zumindest bin ich mal froh, dass ich die Limitform ausprobieren konnte. Mal so richtig zumindest. I really owe you one. With all my functions up and running, I think I've got a chance of getting system control away from the MCP. Now, I'd better get to work. It's what my user would want. What Ansem would want.
Listen, Tron. We didn't get the password from Ansem. We just sort of found it back in the user world by accident. And one more thing, Ansem, he was our enemy. I mean, he still is, I guess. Well, actually, he's my enemy, too. What do you mean? Ansem took ENCOM's original system and customized it for his own use. I was part of the original system, and Ansem modified me, too. So, that makes him my user. But Ansem is also the one who brought back the MCP. The Ansem I first knew wouldn't do that. I'm sorry I didn't tell you. That's okay, but now I really don't get it. I don't understand it either. But I think users like you are going to be the ones who will finally figure it out. You have the ability to take illogical routes and still arrive at the answers you seek. Now go, before the MCP starts acting up again. Ja, um den mache ich mir eigentlich ja mal keine Sorgen. Tja, aber warum das so ist, also wieso jetzt eigentlich Herr Ansem das Programm hier alles für sich jetzt hier so modifiziert hat, aber auch gleichzeitig noch den MCP dazu hingepackt hat, obwohl dieser eigentlich überhaupt gar nicht in das System eigentlich so reinpassen würde. Tja, das kriegen wir alles vielleicht noch so heraus, aber vielleicht sogar auch sogar demnächst. Führt einen mächtigen Rundumschlag aus, wenn Zorov von Gegnern umzingelt ist. Klingt interessant, ich glaube, das nehme ich mal rein. Den Kreiselschlag also, ne? Und Goofy hat ja hier noch Kugelboost erhalten. Und was haben wir hier noch? Ja, richtig. Auto-Limit-Form habe ich hier auch noch bekommen. Falls diese Form verfügbar ist. Kann man eigentlich an sich ja auch immer so anlegen, weil wenn man ja hier Drive benutzt, kann man sich dabei auch sogar noch heilen. Würde ich mal sagen, passt ja ganz gut. Und ich müsste vielleicht mal ein bisschen was an den Einstellungen ändern. Mir ist ja nämlich ja aufgefallen, wenn ich ja hier die Schnellauswahl immer jedes Mal in der Limitform benutzt habe, dass ja eigentlich ja eines der Limit-Attacken ja hier nicht angezeigt wurde, weil ich ja hier eben die Dreieck-Taste dafür habe. Nee, die Kreistaste ja hier eben halt mit einem Item versehen habe, da wird ja das Item auch angezeigt. Müsste ich mal kurz gucken, also wie stelle ich mir das am besten mal ein? Ich weiß schon. Also ich werde da hier mal komplett was neu einstellen. Und auch mal Feuer hinzutun. Muss ich mich eben halt jetzt darauf immer einstellen, dass ich immer jedes Mal die Items immer vom Item-Menü aus auswähle. Damit ich eben halt jetzt alle Attacken von der Limitform dafür nutzen kann. Was ist mit dir los? Ich bleibe hier, um sicherzugehen, dass der MCP nicht noch mehr Ärger macht. Die Userwelt ist in Schwierigkeiten. Ihr solltet besser schnell zurück durch das Terminal. Ja, okay, machen wir. Also einfach mal wieder zurück ins Arbeitszimmer. Any data you need from the DTD can be accessed directly through my user's terminal. I'll keep a dedicated access channel open for you. I changed the password, so you won't have to worry about the MCP for a while. Access channel? I knew you'd ask. It's a very important link between our worlds. It's how we stay connected. You. My friends. Are the new password. Thanks, Tron. Take care. You too. And give my best to the users. Wir erhalten Photonen-Debugger. Erhöht den Schaden, der durch blitzbasierte Attacken verursacht wird, um 20%. Cool. Well, that's that. Look. Tron, hang in there. So, where do we start? I know. Let's access the DTD. The King's checking the situation in town. He'll be back soon, so don't worry. Hey, look.
It's asking for a password. That's easy. It's Sora. Donald. Goofy. That's to the point. Well, that did it. We're in. I have to go into town. Need to see what that last shakeup did. You're not gonna check out the data? It wasn't exactly easy to get. I'm coming right back. Hey, Sora, why don't you get started unloading the data and copying it down? It's just a few keystrokes. Easy, right? Ich sag genau nochmal dasselbe wie beim letzten Mal. Der Junge weiß wahrscheinlich nicht einmal, wie ein Taschenrechner funktioniert. Wie soll er da mit so einem Supercomputer klarkommen? Na gut, wird schon schief gehen. Er hat ja gesagt, wir sollen ja nur ein paar Tasten drücken. Okay. Wer, jetzt fliegt gleich was in die Luft. Can you walk? Hey, these things take time, okay? Whoa. It's doing something. Huh? I think it wants to know what we want to know. Riku and Kairi. No way. Even Ansem's computer doesn't know. What's he doing? I thought I'd ask the computer if it can tell us about them nobodies. What's this? The data is corrupt. What? How about the organization? There! The data is corrupt. Stupid computer! Sora! Huh? Who's this guy? Well, I see you got things working. Oh, your majesty! Good going. The computer should tell us the things we need to know. But it keeps on saying the data inside's all kerscuffled. All we got is a picture of some guy we don't know. Ansem the Wise! Come on, are you teasing us again? Did you forget what Ansem looked like, Your Majesty? Of course I do, and this is him. I'm positive. Huh? Excuse me, could you come this way, please? Look, this is Ansem. You know, the guy we all worked really hard to defeat. Oh, that's right. I never finished explaining. What? Well, the man in the picture is definitely the one who tried to take over Kingdom Hearts. The one you fellas defeated. But what you actually fought was his Heartless. You see, he wasn't really Ansem. He just went around telling everybody that he was. You mean... What? We went through all that trouble to defeat an imposter? Yep, a fake. But he still had to be stopped. I can't believe it. Oh, I'm kind of confused. If he's a fake, then what happened to the real Ansem? Well, that's just what I'm trying to figure out. Ansem the Wise should know all about Organization 13's plans and what's been happening to the worlds. I'm pretty sure he'll give us some help. You know, I came close to finding him once. Don't tell me there's more. I'm lost enough as it is. Well, let's see. Some feller named Ansem, who wasn't really Ansem, became a Heartless. Does that mean a nobody got created when that happened too? Yup. And that nobody is the leader of the organization. What?
What? I know I've met this fake Ansem before, and I've seen the leader of Organization 13, too. Kind of felt like being around the same fella. So, where did you meet this guy? Gosh, I can't remember. Ansem the Wise, the real Ansem, must know the imposter's true identity. That's why I've got to find him and ask him about it. You started all of this. Because of you, Riku and Kairi. Oh, Your Majesty, do you know where Riku is? He's... I'm sorry, I can't help. Really, Your Majesty? Are you sure? I'm sorry, Sora. What about Kairi? Organization 13 might have kidnapped her. Oh, no! Sora, Donald, Goofy. I was planning to go get help from Ansem the Wise, but now I know I forgot the most important thing. Helping others should always come before asking others for help. We're safe and sound, and free to choose. So there's no reason we shouldn't choose to help our friends. Let's look for Riku and Kairi together. Outside! Sounds like we gotta start by helping out here. Dann sollten wir natürlich so schnell es geht ihm zur Hilfe eilen. Na super. Die Explosion kommt von draußen, oder? Es muss draußen ja wirklich schlimm sein. Das könnte ein ziemlich langer Kampf werden. Bist du bereit, Sora? Ja, natürlich. Der König ist alleine vorausgegangen. Wir müssen ihm schnell hinterher. Ja, das machen wir natürlich. Ich meine, ein bisschen Zeit habe ich jetzt schließlich noch, also werde ich diese auch mal nutzen, um ein bisschen aufzuholen. Hear me, my heartless. Attack the white husks. Sweep them away. What are you, nuts? We're never gonna win. I don't know about you, but I'm out of here, sister. You pathetic coward. Heartless, leave the white ones. Turn your attention to Sora and his friends. Uh-oh. Echt jetzt? Das ist natürlich nicht besonders nett. Jetzt haben wir hier mit den Herzlosen und den Niemanden gleichzeitig zu tun, also ehrlich, geht's noch? Na gut. Besiege alle Gegner. Das klingt doch einfach. So, und ich habe hier keine Drive-Leiste? So eigentlich nicht. Normalerweise habe ich nach einem Bosskampf eigentlich doch immer volle Leiste und verdammte Scheiße! Oh nein, nein, oh Mann! Ich hasse das! Oh, ich gehe lieber in Deckung. Machen wir mal hier weiter. Heldenform! Hoffentlich. Also wehe, ich verwandle mich jetzt hier in die Antiform. Das wäre jetzt gar nicht cool. Geschafft. Naja, wenigstens das lief ja mal ganz gut.
Where's Maleficent? Looks like she ran away. Well, that was pretty lame of her. I guess we picked the wrong side. Hey, if you're looking to pick sides, why don't you pick Leon's? They can always use help. Does this Leon have any treasure? Yeah, lots of stuff. Perfect. Come on. Who are you? Oh, we're nothing worth mentioning. Just three treasure fanatics. Later, taters! Did Leon really have any treasure? Hinterhältig. Mehr kann ich dazu einfach nicht sagen. We don't have time for you. Whoa. Ain't Sephiroth the one who's supposed to be the dark part of Cloud's heart? Huh. Did Cloud tell you that? Then he must understand now. Just what are you gonna do to him? Nothing. Cloud is the one who hungers for darkness. He said he's got a score to settle with you. I see. He wants to meet me again. Then I should give him what he wants. That last bit of light is always the hardest to snuff out. Nanu! Scheint da rausgekommen zu sein. Dieses Loch da in der Wand? Ja, das sieht eigentlich sogar gar nicht mal uninteressant aus. Tja, das ist eigentlich auch sogar das Besondere. Ja, war dieses Loch schon immer hier? Was da wohl drin ist? Keine Zeit, das zu untersuchen. Los, wir müssen dem König hinterher. Hey, das habt ihr nicht zu entscheiden. Ich sage, wir haben Zeit dafür, das zu untersuchen. Aber Freunde, ich würde mal sagen, das machen wir tatsächlich aber erst im nächsten Part. Naja, ich habe eigentlich ja schon mal eine Sache mal zu erwähnen, also nicht nur neue Bossgegner sind in Kingdom Hearts 2 enthalten, sondern auch ein komplett neuer Gebietsabschnitt ist ja hier verfügbar. Und den werden wir uns ja, wie gesagt, im nächsten Part nochmal ansehen, kurz. Also Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder von Kingdom Hearts 2 Final Mix. Bis dann und tschüss!